Herr Beckel, welche Vorteile bietet Clinical Document Architecture, CDA, den Anwendern im Gesundheitswesen? Die Clinical Document Architecture bietet Anwendern den Vorteil, dass man semantisch interoperable Dokumente zwischen IT-Systemen austauschen kann. Das heißt, sie haben den Vorteil, dass diese Dokumente zum einen die Informationen in einem menschenlesbaren Format enthalten, dass sie jeder Arzt oder jeder klinische Anwender auswerten kann. Auf der anderen Seite haben sie auch einen maschinenlesbaren Teil, das heißt, sie können die Inhalte semantisch in ihr IT-System 1:1 übertragen und können diese Daten dann auch entsprechend durch die IT-Systeme automatisiert weiterverarbeiten lassen. Wo stehen wir bei der Durchsetzung dieses Standards? Aus meiner Sicht hat sich in den entsprechenden Fachkreisen der Standard bereits durchgesetzt. Aus unserer Sicht gibt es allerdings noch ein Problem bei der konkreten Implementierung. Noch nicht in jedem IT-System wurden CDA-Dokumente bzw. Dokumenten-Workflows vollständig implementiert. Was muss man konkret tun, damit der Anwender diesen Standard auch nutzen kann? Aus unserer Sicht muss man ihm eine integrierte, einheitliche Toolchain an die Hand geben, damit das Erstellen, das Befüllen und das Weiterverarbeiten von CDA-Dokumenten im IT-System möglichst einfach und ohne Medienbrüche erfolgen kann. Was tut Ihr Unternehmen konkret? Die Telekom Healthcare Solutions hat ein Toolchain-Konzept entwickelt, das sogenannte eHealth Composite Forms Framework. Hierbei handelt es sich um drei Komponenten. In der ersten Komponente, dem Forms Designer, wird basierend auf CDA Document Level Templates. Hierbei handelt es sich um einen von HL7 spezifizierten Standard für Templates, um HL7-Dokumente zu erstellen. Auf Basis dieser Templates erzeugt man eine Benutzeroberfläche. Diese Benutzeroberfläche lädt man an einen entsprechenden Forms-Server hoch. Dieser Server stellt dann einer beliebigen Anwendung diese Formulare zum Ausfüllen zur Verfügung. In die Anwendung integriert man dann den sogenannten Forms-Client. Dieser lädt sich dann vom Server entsprechend das Formular herunter, zeigt es an. Der Anwender füllt es aus. Es wird ein CDA-Dokument erzeugt und kann in der Anwendung weiterverwendet werden. Der Vorteil von diesem Ansatz ist, dass für den Applikationsentwickler der große Aufwand zur Implementierung des CDA-Standards entfällt. Er muss in seiner Anwendung nur den Forms-Client integrieren. Wo stehen Sie bei der Realisierung dieser Lösung? Aktuell haben wir bereits einen ersten Friendly-User-Test laufen. Wir haben in einem Projekt der Telekom Healthcare Solutions die Komponenten bereits umgesetzt und werden bis Ende des Jahres das Produkt so weit entwickelt haben, dass wir das externe Kundengeschäft damit angehen können.